Faschings, Gildenwald, Tretwitz, Dörflers ist Deutschland Nummer 1 im Schautanz. Vor kurzem sicherten sich die Jungs und Mädels Deutschlands Krone. Zuvor konnten sie sich bereits die süddeutsche Meisterschaft sichern. Über 40 Protagonistinnen stehen beim Schautanz auf der Bühne. Eine davon ist sie, Milena Fröhlich. Sie ist Teil des deutschen Meisterschaftsteams und hat nicht mit dem Erfolg gerechnet. Also es ist ja quasi der erste deutsche Meisterschaftstitel, dann, den ihr quasi nach ins Kleine, muss man sagen, Mark Drittwitz geholt habt. Ja, unfassbar. Einfach, wir konnten uns das am Anfang der Saison noch gar nicht vorstellen. Also das kam dann irgendwie Schlag auf Schlag und auf einmal war es greifbar nah. Und dass das dann wirklich so geklappt hat, damit hätte wirklich keiner gerechnet. Wirklich nicht. Gegen welche Städte müsst ihr euch da durchsetzen? Weil Mark Drittwitz ist ja jetzt nicht gerade auch der große Punkt auf der Landkarte. Welche Städte haben da gegen euch quasi getanzt? Also das ist quasi so, dass man sich auf den Qualifikationsturnieren erstmal auf die süddeutsche und auf die norddeutsche Meisterschaft qualifiziert. Und da treten dann alle Gruppen aus ganz Deutschland, die im BDK eben antreten, dann tanzen damit. Und dann haben wir uns auf die Süddeutsche qualifiziert, dann von der Süddeutschen ging es dann auf die Deutsche, genauso in Norddeutschland auch. Und dann haben wir uns halt eben unter den ganzen Gruppen bewiesen können und ja, aus ganz Deutschland sind es eigentlich alle Gruppen. Wir haben vorhin schon reingeschaut bei euch, ich nenne ihn jetzt einfach mal, den Marilyn Monroe-Tanz gemacht. War das quasi auch der Tanz, den ihr quasi in der letzten Saison performt habt? Oder ist es jetzt schon wieder ein neues Ding von euch? Also, The Show Must Go On war unser Thema im letzten Jahr. Und da geht es ja um die Marilyn. Und das haben wir dann quasi über fast 3 Saisons dann geübt, aufgrund von Corona dann. Das waren wir auch beschränkt in der Halle und konnten nicht so viel gemeinsam machen, haben dann aber so gut es geht auch online viel trainiert und deswegen haben wir gesagt, gut, um den Tanz halt nochmal auf der Turnierbühne zu präsentieren, haben wir den auf jeden Fall in der letzten Saison noch gemacht und haben uns dann eben auf der deutschen Meisterschaft mit dem Tanz präsentiert. Okay, das heißt also, ihr habt euch damit, also man muss sich da mit diesem Tanz dann auch bewerben quasi bei euch, in dieser deutschen Meisterschaft teilzunehmen, weil es ist ja nicht so, ja, wir kommen bei der deutschen Meisterschaft, wir spielen jetzt ein Lied ab und ihr tanzt irgendwas. Also wir tanzen den Tanz praktisch die ganze Turniersaison, die fängt dann immer so im September an und mit dem Tanz qualifizieren wir uns dann immer auf, wie gesagt, die süddeutsche und die deutsche Meisterschaft und das zieht sich dann so durch über diese ganze Turniersaison. Ihr macht Faschingsgilde, das heißt Faschingstänze, seid aber auch in dem Sinne, ich nenne es jetzt mal so, Leistungssportler, weil ihr ja auch Leistung bringt auf Turnieren. Ja. Wie schwer ist es quasi, das, wie soll man das unter einem Hut zu bekommen? Weil man hat Buchungen, ja. Weil man ist für ein Entertainen da, da kann noch einigermaßen was schiefgehen. Das fällt mir jetzt auch nicht auf, wenn bei euch was schiefgeht, das sieht alles perfekt aus eigentlich. Aber wie schwer ist es dann, das irgendwie, das unter einen Hut zu bekommen, dieses Spaßige und dieses Ernste. Ja, also viele unterschätzen das tatsächlich, weil es ja auch Hochleistungssport ist. Und wir haben jetzt zum Beispiel für den Schautanz sowie auch für den Gardetanz immer 2-mal die Woche Training. Und dann fokussieren wir uns eben am Mittwoch und am Freitag immer unterschiedlich, entweder auf Schau- oder auf Gardetanz. Und da schauen wir halt immer, dass wir Mittwoch in den 2-Stunden-Training und Freitag in den 2-Stunden-Training so gut es geht alles unter den Hut zu bekommen. Aber durch die ganze Faschingszeit und auch durch etliche Teamaktivitäten kommen wir als Team auch sehr zusammen, weil bei der großen Mannschaft, dass man da nicht mit jedem so viel zu tun hat, das sind ja ganz viele Leute. Deswegen schauen wir auch, dass wir als Gemeinschaft immer zusammenbleiben. Und wie gesagt, bei den Faschingsveranstaltungen, da geht es dann halt um den Spaß und im Training ist es dann halt wirklich der Sport und wir arbeiten da auch viel zusammen und ja, genau. Ja, jetzt stelle ich mir das sehr, also um das jetzt mal auf zum Beispiel auf Football zu übertragen, die kriegen am Anfang der Saison quasi ein Playbook und müssen das quasi auswendig können. Also wenn der Chefcoach sagt, hier A25AB, dann muss es so laufen. Ist es bei euch genauso, dass ihr quasi eine Position habt und die dann einfach perfekt ausüben müsst? Oder ist es quasi so, dass ihr dann mehrere
Positionen habt, die ihr quasi perfekt beherrschen müsst? Also es sind tatsächlich mehrere, viele Positionswechsel, weil die Choreografie dann eben von den Trainern genauso aufgebaut worden ist. Wir fangen dann immer jedes Jahr Stück für Stück an, lernen dann erstmal die Schritte und dann kommen die Positionen dazu und dann perfektionieren wir das so gut es geht gemeinsam. Und da muss man auf jeden Fall viel mitdenken und sich auch genau merken, okay, ich stehe jetzt genau da, wo ich stehe und nicht weiter links und nicht weiter rechts. Also da ist schon die ganze Gruppe gefragt, aber das klappt sehr gut mit, wie gesagt, viel Training und viel gemeinsames Arbeiten. Und da, genau. Also es ist, also wenn wir jetzt mal, wir sind ja jetzt am Anfang der Saison quasi, also am Anfang der, ja, der Pause, wo ihr quasi einen neuen Tanz übt. Genau. Ist es dann so, dass wenn ihr jetzt einsteigt in diese neue Trainingssaison, dass ihr diesen Tanz jedes Mal performt? Oder kriegt ihr auch irgendwie daheim so, ja, wie soll ich sagen, so, ich nenne es jetzt mal Taktikzettel mit, dass ihr genau die Schrittabfolge irgendwie auf dem Papier habt? Oder ist es einfach nur, ihr kommt, performt den, geht nach Hause, kommt, performt den? Also am Training, das sind ja auch viele verschiedene Sachen, die wir auch trainieren müssen. Also zu der ganzen Choreografie kommt ja auch die Ausdauer und die Dehnung und alles. Das versuchen wir halt im Training unter den Hut zu bekommen und dann eben die Choreo auch. Aber vor allem jetzt bei den neuen Tänzen, das ist ja auch sehr aufregend, dann tanzt man eigentlich auch oft zu Hause mal und schaut, dass man es halt zu Hause nochmal übt, dass man alles aufs nächste Training mitnimmt und wenn halt irgendwas ist, was halt noch nicht ganz so klappt, versucht man es dann halt auch zu Hause zu perfektionieren, damit man eben am Training so wenig es geht mit den Sachen eben aufgehalten wird, wenn man so sagt. Es geht jetzt nicht nur, ja, hier kommt Musik, wir tanzen, sondern ihr macht auch Mimik und Gestik dazu. Also das ist jetzt nicht so, wenn man sich das vorstellt, wie jetzt in jeder, ja, wie in der Disco, was weiß ich, man hört die Musik und tanzt dazu, dass es dann passt, sondern ihr macht auch Mimiken und Gestiken dazu. Vor allen Dingen die Mimik finde ich total interessant, wenn man euch dann ins Gesicht schaut. Also erstens wird der Text, die Lyrics werden mitgesprochen, aber es ist auch so, es ist der Ausdruck im Gesicht zu sehen. Ja, also wenn man tanzt und jetzt keinen Ausdruck macht, dann fühlt man den Tanz auch nicht und dann kommt er nicht so rüber, wie er rüberkommen soll. Da kann es beim Publikum auch ganz falsch und anders rüberkommen und deswegen ist es unheimlich wichtig. Also ich fühle mich zum Beispiel echt anders, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt gar keinen Ausdruck mit, weil das passt dann irgendwie nicht. Man fühlt sich nicht richtig, also weil es halt einfach dazugehört. Also es ist schon viel auch Schauspiel dabei. Diese schauspielerischen Qualitäten und das Rhythmusgefühl bringen auch Lena und René auf die Matte. Sie sind Tanzpaar der Faschingsgilde Marktrittwitz-Dörflers und holten sich Platz 2 bei den deutschen Meisterschaften. Wie wird man ein Tanzpaar? René, wie bist du zum Tänzer geworden? Also, wie bist du zum Tänzer geworden erst einmal? Ich habe eigentlich schon im Jugendalter angefangen, eigentlich schon im Kinderalter. Mit 5 stand ich, glaube ich, das erste Mal in der Halle durch meine Oma, durch meine Mama, weil die ganze Familie einfach in dem Verein war. Und ja, seitdem bin ich eigentlich ein Tänzer und seit 4 Jahren bin ich jetzt auch bei Marktrittwitz-Dörflers. Auch dann als erstmal Solotänzer angefangen oder dann gleich in den Paartanz eingestiegen? In Marktrittwitz jetzt? In Marktrittwitz tatsächlich habe ich erst mit Gruppe so richtig angefangen, aber auch gleichzeitig mit der Lena. Also wir haben beides parallel trainiert. Ah, okay. Und du? Bei dir dann auch erst, also ich denke mal, dass jeder erstmal solo anfängt, erstmal ganz normal reinkommt. Aber wie bist du zum Pärchentanz gekommen, weil es ja doch irgendwas Exklusives ist? Ja, ich tanze eigentlich schon seit ich 5 bin hier in Dörflers. Auch erst in der Gruppe, also bei den Gardeflöhen, bei den ganz Kleinen. War dann auch ganz lange Tanzmariechen und dann eben vor 4 Jahren habe ich mit dem René angefangen, als er nach Dörflers gewechselt ist, mit ihm Tanzpaar zu tanzen. Wie oft trainierst du oder wie oft trainiert ihr? Wie oft habt ihr Qualifikationsturnier? Wie oft habt ihr mal einen Auftritt? Wie würdest du beschreiben, wie hart dieses Pensum ist, dass ihr quasi in der Saison gehen müsst? Also Training haben wir immer 2-mal die Woche, zumindest als Solist. In der Gruppe haben wir dann auch noch 2-mal zusätzlich. Und ja, in der Faschingszeit ist es schon dieses Jahr sehr stressig gewesen. Man hatte sehr viele Auswärtsauftritte. Dann hatten wir auch intern bei Dörflers viele Auftritte.
Aber im Endeffekt, das macht trotzdem Spaß. Und in der kompletten Faschingswoche waren wir von Donnerstag, vom Weiberfasching, bis Dienstag eigentlich jeden Tag woanders. Und jeden Tag unterwegs. Und ja, also es war schon sehr anstrengend. Aber es hat Spaß gemacht. Ja, aber du hast ja auch noch ein normales Leben. Also du bist nicht nur Tänzer. Oder musst du zu Fasching mal frei nehmen von der Arbeit oder vom Studium? Von der Arbeit tatsächlich. Ja, da hatte ich dann 3 Tage mal Urlaub genommen, weil irgendwann brauche ich Schlaf. Ja, ihr habt jetzt quasi, ja, nennt man das frei quasi. Was macht ihr jetzt in der Zeit? Klar, ihr fangt jetzt wieder so langsam an, das trainieren. Wenn man aber bedenkt, Fasching war ja gefühlt erst vor 2 Wochen. Wie groß ist quasi die, ich nenne es jetzt mal Pause, wenn ihr sagt, die Saison beginnt jetzt erst im Herbst, seid ihr von jetzt bis Herbst dann quasi nur am Trainieren? Ja, also nach der Deutschen hatten wir jetzt 2-3 Wochen Pause und jetzt geht es eigentlich direkt wieder los. Also wir fangen jetzt mit den neuen Tänzen an und die trainieren wir jetzt eigentlich dann bis zum Herbst durchgehend. Und da gehen dann wieder die Turniere los, da fängt dann wieder alles von vorne an, mit den neuen Tänzen dann. Habt ihr beide eine Lieblingsfigur, wo ihr sagt, die machen wir besonders gerne, das tanzen wir als Paar am liebsten? Entweder habt ihr jetzt beide dieselbe Antwort oder wir haben 2 unterschiedliche. Also ich würde mal sagen die Handstandhebung, weil die einfach mittlerweile am sichersten ist. Also die üben wir jetzt schon so lange, die klappt eigentlich meistens, sage ich mal. Da sind wir uns einfach am sichersten und deswegen würde ich sagen, ist das meine Lieblingshebung. Deine? Ja, ich gehe da tatsächlich mit. Also Handstandhebung ist, ich sage jetzt mal, es ist eine schöne Hebung, die ist schon anstrengend, sehr anspruchsvoll und die fällt uns tatsächlich sehr leicht, muss man sagen. Also wir sind schon sehr stolz darauf, das zu können. Die Vorbereitungen für die nächste Saison laufen nun also schon wieder auf Hochtouren, damit auch in der kommenden Saison die Pokale nach Oberfranken wandern. Na, durstig? Mehr braucht es nicht für die perfekte Erfrischung. Ganz viel fruchtiger Geschmack, abgefüllt in deiner Region. Natürlich für dich. Libella. Echt fruchtig frisch. Autohaus Wunschel in Rösslau. Ständig 200 Jahres- und Gebrauchtwagen verfügbar. Werkstatt geprüft und mit Garantie. www.wunschel.de. So klingen die Fliesen von Pöhlmann. Sehen Sie die große Vielfalt in unserer Ausstellung. Hören Sie fachkundige Beratung durch unsere jahrzehntelange Erfahrung. Und fühlen Sie, mit uns werden Wohnträume wahr. Pöhlmann Fliesen in Oberkotzau und am Bindlacher Berg. Mehr auf pöhlmann.de. Ich bin die Annalena und arbeite als Ergotherapeutin in der Fachklinik Haus Immanuel. Mir gefällt es hier sehr gut, weil das Team ist sehr engagiert und hilfsbereit und offen. Schlagworte. Vertrauen wird einem geschenkt, es wird Hand in Hand gearbeitet. Man kommt gut nach Kulmbach, nach Bayreuth, ist gut erreichbar. Mein Arbeitsplatz sind 3 Worte. Entspannt, motivierend und ein gutes Arbeitsklima. Ja, extrem gut. Wir finden jede noch so kleine Schraube und auch jedes Werkzeug. Und wenn nicht, dann bestellen wir es für Sie. Wir sind Problemlöser unserer Kunden, warten und reparieren Ihre Feuerlöscher und schulen den sicheren Umgang darin. Wir sind mehr als nur Baumarkt. Wir sind AGIS in Markt Redwitz. AGIS, ich bin mir sicher. Wunderschöne Blumen, Pflanzen und frisches Gemüse aus der Region. Das ist seit über 90 Jahren die Gärtnerei Schmidt in Bayreuth. Gärtnerei Schmidt, Ihre Gärtnerei im Herzen Bayreuths. Brauchst du eine neue Brille? Wir haben eine riesige Auswahl. Du machst hier entspannt deinen Sehtest und suchst dir die passende Brille aus. Wow! Wir dir die perfekten Gläser. Das alles an nur einem Tag. Yeah! Deine Brille.